Warum gibt es Menschen, die sich ihr Leben lang wenig Gedanken über die Gesundheit gemacht haben, sich schlecht ernährt haben, kaum bewegt haben und dennoch zufrieden und glücklich 90 Jahre alt werden? Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ja sehr viel Gedanken sich gemacht haben, auf die Ernährung geachtet haben, dreimal die Woche Sport machen und dennoch mit 50 schwer erkranken. Ein Teil daran trägt sicherlich die Genetik, aber es gibt sicherlich auch noch einige andere wichtige Faktoren, die in der Schulmedizin und auch bei vielen Menschen nicht im Bewusstsein sind. Und darüber möchte ich heute mit Herrn Lütke Wenning sprechen. Hallo Jürgen. Hallo, Malte. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Jürgen, ich habe dich ja auf verschiedenen Fortbildungen kennengelernt. Ich habe gestern mal nachgezählt. Insgesamt 10 Fortbildungen habe ich jetzt, glaube ich, bei dir gemacht. Und habe da sehr viel mitnehmen können. Nicht nur was den Bewegungsapparat betrifft. Auf die Faszien kommen wir ja nachher noch zu sprechen. Also ganz andere Ansätze und Möglichkeiten, was die Faszien betrifft. Aber einen großen Anteil an deinen Fortbildungen ja, hat im Prinzip ja auch der innere Zustand. Das ist ja eine der drei Säulen der Ostflow-Methode. Und da habe ich für mich persönlich sehr viel mitgenommen und denke auch, dass das so wichtig ist, dass ich das auch anderen Leuten einmal näher bringen möchte. Und deswegen. Genau, möchte ich mit dir gerne zunächst einmal über den inneren Zustand reden und dann auch nochmal in dem Zusammenhang über die Entstehung von Krankheit beziehungsweise über die Möglichkeit, wie kann man gesund bleiben, auch noch auf andere Themen zu sprechen kommen, also Atmung und Energiefluss und so weiter. Aber fangen wir doch vielleicht erstmal mit dem inneren Zustand an und einleitend kannst du vielleicht ganz kurz dich einmal vorstellen und sagen, wie du denn überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Ja, ich bin Physiotherapeut von meiner Ausbildung her. Also ich war früher schon mal bei der Bundeswehr, Zeitsoldat eine ganze Weile, 8 Jahre insgesamt. Bin dann Gott sei Dank abgesprungen durch innere Führung, sage ich jetzt mal so, und habe dann Physiotherapie gelernt und gleichzeitig eine Tai Chi-Lehrerausbildung gemacht. Und ja, das ist so der Grundstock gewesen. Und durch das Praktizieren und auch Unterrichten von Tai Chi und meinem eigenen Weg folgend, meinen eigenen Bedürfnissen, hat sich dann quasi auch so ein eigenes System rauskristallisiert mit der Erfindung von einem Gerät dann noch, von dem Ostflow, von der Schwingungsplattform. Und auch diesem besonderen Faszientraining hat es dann weiter seinen Lauf genommen. Und ja, ich bin weiter dabei, mein System zu entwickeln und ja, freue mich an den Ergebnissen und profitiere selber natürlich auch sehr davon. Okay, ja super. Ja, ich habe den Ostflow ja auch ich denke mittlerweile vor 7, 8 Jahren dürfte das jetzt her sein, kennengelernt und bin auch sehr froh, den kennengelernt zu haben, nutze den täglich in der Praxis und auch für mich selbst. Ja, der innere Zustand. Warum ist er so wichtig? Beziehungsweise, ich kann ja vielleicht nochmal ganz kurz meine eigene Erfahrung berichten. Also auf deinen Tai Chi-Fortbildungen. Tai Chi war ja für mich damals auch komplettes Neuland mit Bewegungsabläufen, die mir unbekannt waren. Ich denke an die Teetassenübung. Die mir am Anfang und vielleicht auch immer noch ein bisschen ja, eine Herausforderung für mich darstellt. Da können wir auch das Video, was du ja auf deinem Ostflow-Kanal hast von der Teetassenübung, können wir auch hier nochmal einblenden einmal, dass sich jeder das vorstellen kann. Und da ist mir persönlich aufgefallen, dass ich mit mir selbst sehr ungeduldig war. Und wenn es halt nicht gleich so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, war ich halt sehr unzufrieden und auch ungeduldig mit mir selbst und anderen Menschen gegenüber, also Patienten von mir beispielsweise, wenn ich denen das beibringe und das klappt nicht sofort, dann bin ich ja ganz anders zu denen und bin halt geduldig und sage denen, das ist doch kein Problem, ganz entspannt, versuch es nochmal. Aber mir selbst gegenüber, und ich denke, das geht vielen Menschen so, ist der Anspruch und die Haltung eine ganz andere. Und das ist vielleicht so die Überleitung zum inneren Zustand. Ja, warum ist der innere Zustand so wichtig, auch für die Gesundheit generell oder für unser Wohlbefinden? Ja, erstmal möchte ich kurz zum Tai Chi was sagen. Das Tai Chi ist für mich nicht so im Vordergrund aus der Sicht jetzt von Kampfkunst oder die spirituellen Aspekte des Tai Chis, wie sie sich entwickelt haben. Tai Chi ist für mich als Bewegungsmensch, ne, und als Physiotherapeut, als Therapeut generell, ist Tai Chi ist für mich ein Medium, um quasi die anderen Dinge zu transportieren, ne? Einmal fließende, flüssige Bewegung und fließende Atmung und eben dieser besondere innere Zustand, weil das sind einfach die Grundsäulen für Gesundheit und ja, auch für die Ostflow-Methode. Und der innere Zustand, das war deine Frage, ne? Der innere Zustand ist das Kernstück, weil alles, was ich in einem bestimmten Zustand lerne oder praktiziere, verknüpft sich ja dann auch wieder mit dem Zustand. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir bestimmte Bewegungen aneigne,
bestimmte Bewegungsabläufe, Bewegungsqualitäten, die ich im Alltag dann auch wieder nutze und übe das mit einem bestimmten Zustand, zum Beispiel mit einem verbissenen, sehr selbstkritischen Zustand. Und ich mache diese Bewegung, diese Bewegungsqualität dann auch im Alltag irgendwann, dann knüpfe ich sofort wieder an diesen inneren Zustand an und habe den gleichen Modus wieder. Deswegen ist es so wichtig, den inneren Zustand beim Üben so in der Kontrolle zu haben, in der Wahrnehmung, im Bewusstsein, damit das, was ich übe, in diesem guten Zustand sich ankert und verbindet, sodass ich, wenn ich mich im Alltag dann so bewege, nach diesen Prinzipien, nach diesen Bewegungsprinzipien, dass ich dann auch diesen inneren Zustand habe. Und je mehr sich das festigt und je mehr ich Bewegungen damit verknüpfe, desto stabiler wird mein innerer Zustand und je mehr wird natürlich mein ganzer Alltag davon durchdrungen sein. Und das ist einfach das Kernstück einfach von, ja, von Gesundheit auch, ne? Meiner Meinung nach. Also es klingt ja einfach, aber für den einen oder anderen, ich habe es ja mir selber erlebt, ist es tatsächlich nicht so einfach. Was kann man denn machen, wenn man merkt, dass der innere Zustand, also dass der positive innere Zustand sozusagen wieder ins Negative, ins Verbissene, Ungeduldige abgleitet? Es geht im Prinzip immer um Aufmerksamkeit, ne? Also die Fühlaufmerksamkeit für die Bewegung ist natürlich wichtig, um die Bewegung wahrzunehmen. Aber natürlich auch eine Aufmerksamkeit für seinen eigenen inneren Zustand, für die Atmung, ob sie fließt oder ob sie stockt. Und was ich fühle dabei oder was ich denke. Und dann ist einfach erstmal wichtig, das wahrzunehmen, ohne darauf zu reagieren, sondern aus einer Beobachterposition heraus, aus einer wohlwollenden. Und in dem Moment verändere ich auch schon vieles, ne? Also dieses bewusste Wahrnehmen von den Dingen ist das Kernstück überhaupt. Genau, das Wohlwollende, was du gerade angesprochen hast. Also das ist für mich auch eins der wichtigsten Dinge, die ich tatsächlich auf deinen Seminaren mitgenommen habe. Also dass man wohlwollend sich selbst gegenüber ist, ne? Also ganz, ganz wichtig. Also gibt ja auch den Spruch, bitte? Ja, und da ist es so natürlich so, wenn ich jetzt in so ein Lernumfeld komme, so wie du jetzt als Seminarteilnehmer, oder ich auch, wenn ich für mich neue Dinge lerne irgendwo, dann kommt man oft in so einen Film von früher, ne, wo man irgendwie gelernt hat und irgendwie unter Druck war vielleicht, ne, oder unter Erfolgszwang. Oder in diesem Modus halt, ich werde angenommen und ich werde geliebt, wenn ich Leistung bringe, ne? Und das ist ja in unserer Kultur ziemlich verbreitet, ne? Und immer dann, wenn ich was Neues lerne und dann schon in der Halle oder im Raum sehe, ne, alle anderen können schon, außer ich, ne, dann ist natürlich dann die Herausforderung für den inneren Zustand besonders groß, ne? Und das ist ja auch das, was es dann antriggert, die neuen Übungen, ne? Und wo man dann eben gezielt oder wo ich dann auch gezielt als Lehrer oder Anleiter dann eben die Gruppe so führe und ihnen Angebote mache, dass man eben in so einen wohlwollenden Zustand reinkommen kann. Und wenn sich so ein Feld dann immer mehr aufbaut in der gesamten Gruppe, dann fällt es immer leichter, auch diesen Zustand zu halten und sich selber zuzulächeln, obwohl man gerade merkt, man kommt irgendwie nicht weiter in der Bewegung oder man macht Fehler und das klappt noch nicht. Aber trotzdem ist alles gut. Ne? Ich bin halt im Prozess, ich übe, ich spiele damit, ne? Wie ein Kind. Ne? Ja. Du hattest jetzt gerade die Atmung angesprochen, wiederholt, dass die Atmung immer fließen soll. Warum ist das so wichtig? Naja, die Atmung ist so wichtig, weil wenn wir 3 Minuten nicht arbeiten, dann sterben wir. Ne? Also man kann 3 Tage ohne Trinken auskommen, 3 Wochen ohne Essen, aber nur 3 Minuten ohne Atmung, heißt es ja so Pi mal Daumen. Und wenn wir vom inneren System her, vom Nervensystem, vom autonomen Nervensystem in eine Atemschuld kommen, also wenn das System, das Vegetativum spürt, wir kriegen zu wenig Sauerstoff, weil wir Atemstockungen haben, weil wir Stress haben oder irgendwie nervös sind, dann gibt es so wie so einen Alarmmodus im Körper. Ne? Das heißt, der Körper stellt um auf Sympathikus, also auf Stress, ne? Und dann werden Ressourcen mobilisiert, dann wird nicht mehr erholt, nicht mehr entspannt, sondern dann gibt es einen Alarmzustand. Und dann wird viel Energie mobilisiert, aber die Bewegungen werden ungleichmäßig und Blockaden entstehen. Ne? Und im Prinzip ist, sobald eine Zehntelsekunde nur die Atmung stockt, kriegt das Nervensystem, das Autonome, schon ein Signal. Achtung, ne, da ist irgendwas, da ist was los, ne? Da müssen wir aufpassen jetzt. Und wenn immer wieder Atemstocker kommen oder sogar längere Atempausen, je mehr fährt dann der Notlevel quasi hoch, ne? Der Sympathikus in Alarmbereitschaft. Ne? Und das verbraucht Unmengen an Energie und ja, Stress ist einfach ein auszehrender Zustand. Ne? Und der wird durch die Atmung schnell ausgelöst. Ne?
Im Gegensatz dazu wird aber eine fließende Atmung natürlich auch dann wieder das Level runterfahren. Na, man kennt ja von der Ersthelferausbildung zum Beispiel, wenn jemand im Schock ist, dass man ihm anleitet, ne, dass er fließend weiteratmen soll. Ne? Atme mal ein und atme mal wieder aus und berührt ihn, ne? Dass er die Nähe auch spürt von jemand, die Sicherheit wieder, die Geborgenheit und dann fließt die Atmung wieder und dann kommt man wieder runter. Ne? Man kommt Genau. aus dem Tunnel wieder raus zum Beispiel. Ne? Und das nutzen wir ganz konkret und gezielt in den Übungen zum Beispiel, die fließende Atmung dauernd laufen zu lassen, egal was wir tun, damit es überhaupt, damit die Schwelle in Stress reinzukommen möglichst niedrig bleibt. Hoch bleibt. Dass man nicht in den Stress reinkommt, sondern dass man möglichst gechillt und entspannt quasi mit den Dingen umgeht, die da kommen. Okay. Du hattest jetzt von Energie gerade gesprochen. Also man kennt ja die Energie im Sinne von Energieverbrauch, also jetzt ganz physikalisch gesehen. Energie wird aber ja auch immer wieder in anderen Zusammenhängen genannt, also jetzt zum Beispiel auch in der traditionellen chinesischen Medizin oder im Hinblick auf Energiefluss. Kannst du da vielleicht noch mal einmal für Leute, die sich da noch nicht so mit beschäftigt haben, erklären, wie das, also wie man sich da diese Energie vorstellen kann, also dieses. Ja, Energie ist vielleicht jetzt für jeden nicht so greifbar, weil es ja was nicht Materielles ist, ne? Vielleicht kann man es eher auf Blutfluss auch übertragen, weil letztendlich geht es darum, dass alle Kräfte im Körper fließen, ne? Also einmal die Atmung soll fließen, dann soll das Blut, muss das Blut fließen und dann natürlich die energetischen Kräfte, die Lymphe muss fließen, die Faszien, das Bindegewebe müssen geschmeidig sein, die Gelenke müssen frei sein. Im Prinzip ist es so, sobald irgendwo eine Blockade im System entsteht, ob jetzt im energetischen Bereich, in den Meridianen oder auch in den Gelenken oder im Bindegewebe, sobald irgendwo eine Blockade oder eine Stockung entsteht, ist es der Beginn der Krankheit. Das hat schon der Begründer von der Osteopathie, der Still, ne, so in seinen Texten belegt oder als wichtigstes dargestellt. Und die alten Griechen, ne, Heraklit hat diesen Ausspruch Panterei, ne, geprägt, ne? Alles fließt. Ne? Wenn irgendwas nicht mehr fließt, ne, dann kippt irgendwas um. Ne? Genauso wie in der Natur, in den Flüssen, in den Seen. Ne? Wenn da nichts mehr fließt, wenn es eine Stockung gibt, dann kippt der See um oder der Fluss. Ne? Und so ist es im menschlichen Körper im Prinzip in unserer Gesundheit, in unserer Homöostase, in unserem gesundheitlichen Gleichgewicht genauso. Ne? Wenn irgendwas ins Stocken gerät, dann ist es der Beginn quasi der Krankheit oder von einem Zustand, der Verschleiß erzeugt oder ja, die Psyche beeinträchtigt und so weiter. Okay. Was wären denn praktische Tipps? Also was kann man sozusagen tun, um den Energiefluss zu verbessern? Ja. Also ich bin Bewegungsmensch, ne? Ich liebe Bewegung und ich liebe es, Bewegung wahrzunehmen. Und deswegen ist mein Weg jetzt natürlich auch speziell dann eben Bewegung anzuleiten. Das heißt, ich trainiere täglich meine Faszien, ne? Mache mich morgens quasi richtig schön frei im faszialen im Bindegewebssystem, ne? Also die Gelenke, die Knochen, die Muskeln, das Faszien, Bindegewebe, ne? Und damit eben auch dann die emotionalen Spannungen, also das, was man dann in der Psyche hat, wie so eine Art Psychohygiene. Ne, betreibe ich jeden Morgen meine Übungen so 10 Minuten und mache mich frei davon und nehme dann quasi diese Durchlässigkeit, dieses Gleichgewicht mit in den Tag. Ne? Also ich gehe den Weg jetzt über die Bewegung an. Ne? Man könnte natürlich aber auch über autogenes Training oder Entspannungsmethoden andere oder auch natürlich über eine gesunde Ernährung, über frisches Wasser, was man trinkt und viel frische Luft und einfach ein gesundes Umfeld, ne, was man sich schafft. Ja, das fließt natürlich alles damit rein. Das ist ja wie so ein Gesamtpaket. Ne? Mein Weg ist speziell so die Bewegung, aber dann man muss natürlich im Prinzip alle Bereiche mit reinnehmen, ne? Um auch seinen Erfolg zu haben, ne? Nachhaltig. Aber wenn irgendwo natürlich eine Lücke ist, wenn ich eine grottenschlechte Ernährung habe, ne, und mich total einseitig ernähre und auf der anderen Seite viel Bewegung mache, ne, dann kippt das wieder, ne? Weil die Ernährung einfach nicht dazu passt. Ne? Also muss ich einfach gucken, dass ich im Gesamten irgendwie so einen Weg finde, auch der zu mir passt, also der mich auch dann nicht wieder stresst. Weil wenn ich mich dann schon wieder stresse, ich muss mich jetzt gesund ernähren, ne? Kippt es ja auch schon wieder. Ne? Also da ist wieder der innere Zustand. Ne? Es muss halt zum inneren Zustand und zum inneren Wohlbefinden passen. Ne? Und dann kann man es machen. Okay. Du hattest die Faszien jetzt auch wiederholt angesprochen. Die Faszien sind ja in den letzten Jahren oder man kann ja schon sagen, in den letzten 2 Jahrzehnten, würde ich schätzen, sehr bekannt geworden und
Da ist auch so ein regelrechter Boom entstanden mit Faszienrollen und so weiter. Du hast ja im Rahmen deiner Osflow-Methode die Faszien sozusagen ganz neu entdeckt, beziehungsweise ja, etwas entwickelt, beziehungsweise ja, man kann vielleicht sagen, erfunden, was es so bis jetzt zumindest meines Wissens nicht gegeben hat, dass man die Faszien sozusagen direkt ansteuern kann. Magst du da vielleicht nochmal was zu sagen, beziehungsweise auch einfach nochmal, du hattest ja vorhin auch angesprochen, dass die Faszien auch emotional, also mit Emotionen und so weiter verbunden sind. Also, dass du da vielleicht auch nochmal einmal drauf eingehst, also was die Faszien noch machen, außer reines Bindegewebe zu sein. Ja, das ist ja in der modernen Faszienforschung schon bekannt. Da gibt es ja Studien und wissenschaftliche Ergebnisse schon genügend, ne, dass einmal so 70% aller Schmerzsensoren, die sich in den Faszien befinden, und aber auch 70% aller Psychosensoren, das heißt, der innere Zustand, ne, wird vom faszialen System stark beeinflusst. Und wenn ich meine Haltung dementsprechend im faszialen System aufpeppe, ne, dann ist der innere Zustand auch schon wieder mit dabei, ne? Und gleichzeitig ist Schmerz gelindert. Und was jetzt meine spezielle Entdeckung war mit den Faszien, ist, dass man sie gezielt ansteuern kann. Das heißt, nicht die Muskeln in der Bewegung, sondern die Faszien. Ne? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an, aber es war während eines Tai Chi-Blocks, eines sehr intensiven 7-Tage-Camps. Am fünften Tag hatte ich irgendwie so eine innere Eingabe und habe probiert, die Faszie meiner Gelenkkapsel an der Hüfte direkt anzusteuern, während ich mich bewegt habe, also wie so eine Bremse. Und danach war das Gefühl in der Hüfte sowas von frei und weit. Und dann habe ich im Anleiten in der Gruppe dann ausprobiert mit den Teilnehmern und alle waren verblüfft. Und dann haben wir die letzten 2 Tage von dem Workshop weiter experimentiert und dann war das im Prinzip geboren. Und jetzt sind mittlerweile 5 Jahre vergangen und ich mache täglich Faszientraining und versuche immer feiner meine Faszien gezielt anzusteuern vor der Muskulatur, also die Faszie und nicht den Muskel. Und es macht tatsächlich einen Unterschied. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, das geht doch gar nicht, ne? Und wie soll das funktionieren? Oder kann man das denn überhaupt trennen, ne? Dazu kann ich gleich sagen, man kann das gar nicht trennen, also weil das Bindegewebe, die Faszie, die durchdringt ja jede Zelle oder die geht in jede Zelle hinein. Also man kann Muskel und Faszie nicht wirklich trennen. Aber es macht definitiv einen Unterschied, ob ich die Faszie zuerst in einen bestimmten Spannungszustand bringe und mich aus dem Auftakt der Faszie bewege oder aus der Muskulatur heraus. Das kann man vergleichen mit einem Autoreifen, ne? Wenn ich, oder mit einem Auto. Wenn ich jetzt ein Auto habe mit 300 PS, ne, und habe aber halbplatte Reifen, ne, dann bringe ich diese PS gar nicht auf die Straße. Ja, wenn aber das Fahrwerk, ne, die Federn und die Stoßdämpfer und die Reifen richtig schön aufgepumpt sind und einen bestimmten Spannungszustand haben, ne, dann bringe ich auch die PS auf die Straße. Und wenn ich mein Fasten-System im Körper entsprechend trainiere und besonders meine vertikale Achse, die dann auch wiederum mit den Energiekanälen, mit den Chakren zusammenhängen, ne, also mit den Hauptenergiekanälen und mit den Diaphragmen, das heißt diese horizontalen Bindegewebsebenen. Wenn ich das quasi aktiviere, dann brauche ich Unmengen weniger Energie, um mich zu halten gegen die Schwerkraft. Und gleichzeitig ist der innere Zustand sowas von ruhig und entspannt und in einer stabilen Mitte. Ne? Also wenn man das einmal erfährt, dann weiß man, worum es geht. Also das kann man in Worten gar nicht vermitteln. Ne? Aber wenn man das einmal spürt, dann weiß man, wow, ne? So einfach könnte aufrechte Haltung und ein guter innerer Zustand sein. Kann ich bestätigen. Genau. Ja. Okay, vielleicht ganz kurz noch zu den Emotionen. Du hattest gesagt, 70% der, wie hattest du es genannt, Psychosensoren Ja. sitzen in den Faszien. Dementsprechend ist es auch ganz viel möglicherweise Negatives oder Traumata oder einfach Stress in den Faszien gespeichert. Und dementsprechend, also auch wenn man jetzt beispielsweise Yoga macht oder sich einfach um die Faszien kümmert, hat man wiederum über diesen körperlichen Aspekt dann einen positiven Einfluss auf die Psyche, beziehungsweise Stressabbau etc. Ist Ja, das richtig, richtig? Ist das, man reinigt ja im Prinzip sein Bindegewebe, ne? Nicht nur von Spannungen, von Festigkeiten, sondern auch von gespeicherten Emotionen oder auch Traumata, ne? Ja. Und wenn man das dann befreit, das Gewebe, ne, dann bleibt es nachhaltig frei. Das heißt, die Strukturen sind dann durchlässig, ne? Und ansonsten ziehen sie sich halt immer wieder fest. Und
Da ist wieder natürlich auch wichtig der innere Zustand, mit dem ich sowas bearbeite, ne? Wenn ich mit sportlichem Ehrgeiz oder mit Willenskraft mit zu viel daran gehe, dann drücke ich vielleicht irgendwas weg oder ich breche was auf, ne? Im Gewebe, irgendwelche Zustände, aber sie werden nicht befreit, weil sie nicht erlöst sind. Also der wohlwollende, der Liebesaspekt tatsächlich, ne? Der versöhnliche Aspekt ist wichtig, um die Emotionen zu befreien. Nicht nur das Gewebe zu bearbeiten, sondern mit dem richtigen inneren Zustand. Na, ansonsten verschiebe ich nur die Probleme woanders hin. Ja. Deswegen sind meiner Meinung nach alle Therapieansätze oder auch Bewegungssysteme, wo man über Schmerzgrenzen hinausgeht, wo man mit Schmerz arbeitet, ne, kontraproduktiv, weil der innere Zustand wird niemals dadurch besser werden, meiner Meinung nach. Weil ich vielleicht den Körper zwingen kann, ja, aber die Psyche kann ich nicht zwingen. Das heißt, das Thema wird sich nur woanders hin verschieben. Ja, und nicht gelöst sein. Wenn ich aber mit dem richtigen inneren Zustand rangehe, dann befreie ich das Gewebe, ne, einmal durch die Bewegung und aber auch durch den inneren Zustand, durch das wohlwollende, versöhnliche, liebevolle Hineinlächeln, wie wir das so tatsächlich bewusst tun beim Bewegen. Und dann lösen sich nicht nur Spannungen im Gewebe auf, sondern eben auch die Emotionen. Ja, und das bleibt nachhaltig frei und macht natürlich den inneren Zustand immer mehr stabil. Weil die Energie, die da befreit wird, wird immer wieder noch mehr genutzt für die Stabilität vom inneren Zustand. Okay, ja, spannend. Auf dem letzten Tai Chi-Seminar im Dezember, da hattest du uns einen Vortrag gehalten über die Polyvagaltheorie. Das fand ich auch sehr, sehr spannend in dem Zusammenhang. Vielleicht magst du darüber noch mal was erzählen. Ja, ich praktiziere ja schon länger meine Methode und bringe immer wieder neue Sachen noch mit rein. Und irgendwann bin ich durch einen Zufall, es gibt ja keine Zufälle so in dem Sinn, also bin ich überzeugt, bin ich im Internet auf die Polyvagaltheorie gestoßen, auf Stephen Porges und habe mich da ein bisschen eingelesen, ne, und dann bin ich sehr neugierig geworden und habe mir Vorträge von ihm angeschaut. Und dann habe ich gesehen, da wird mir erklärt, ne, warum meine Oslo-Methode funktioniert. Ne. Warum das mit dem inneren Zustand so funktioniert, ne, weil er das eben mit der Polyvagaltheorie so schön erklärt. Ne. Und ja, das ist einfach ein ganz anderes Erklärungsbild vom vegetativen Nervensystem. Ne. Ja, die Schulmedizin oder sagen wir, die normale Medizin oder was jeder so kennt, ist, dass es im Vegetativum eben diese antagonistische Betrachtungsweise gibt von Parasympathikus, ne, das ist die Entspannung, und Sympathikus ist so der aktive Modus. Ne? Und da könnte man aber ja in den Versuch kommen zu sagen, ja, dann ist das eine gut und das andere ist schlecht. Ne? Die Aktivität, die ist nicht so gut, weil wir wollen ja mehr entspannen. Ne? Und das stimmt ja so nicht, ne? Weil Aktivität ist ja auch was Gesundes. Ne? Wenn wir zum Beispiel spielen oder tanzen, dann sind wir voll aktiv. Ne? Aber nicht im Stress, wenn es gut läuft. Ne? Wir können aber auch spielen und sehr verbissen sein, ne? Und verkrampft. Ne? Oder wir machen Bewegungen, ne? Wo wir uns verkrampfen. Also jetzt nicht Tanz, sondern Tai Chi und ich möchte jemand besiegen oder so. Ne? Und ich bin nicht in diesem guten inneren Zustand, nicht im Fluss, dann bin ich schon wieder blockiert. Ne? Und die Polyvagaltheorie gibt eben, zeigt Möglichkeiten, wie eben es Mischzustände gibt, ne, und erklärt es meiner Meinung nach viel einfacher. Und gleichzeitig kriegt man auch Hinweise darauf, wie man dann eben diese Dinge nutzen kann, um wiederum in einen guten inneren Zustand zu kommen. Hast du da vielleicht ein praktisches Beispiel für, also dass man sich das mal Ja, konkreter vorstellen kann? also der optimale innere Zustand, also ist, wenn der ventrale Vagus, ne, also der Vagus ist ja so der Hauptentspannungsnerv, das wissen wahrscheinlich viele und wenn nicht, kann man sich da ja auch mal ein bisschen informieren. Ansonsten ist der Vagusnerv bei Stephen Porges bei der Polyvagaltheorie eben getrennt betrachtet. Und da gibt es eben diesen ventralen Ast und der versorgt hauptsächlich unsere Augen, ne, unseren Kehlkopfbereich und unser Herz, unseren Herz- und Lungenbereich. Und wenn wir jetzt Übungen für die Augen machen, also allein die Augen drumherum, die Augenringmuskeln oder die Augen selbst entspannen, dann wird dieser ventrale Vagus quasi aktiviert und dann schaltet das vegetative Nervensystem auf eine friedliche Ruhe um. Ja, zum Beispiel. Oder wenn man den Kehlkopf stimuliert, indem man summt oder Mantras singt oder ein Musikinstrument, also so Blasinstrumente spielt, mit einem inneren guten Zustand dabei. Ne? Oder auch so eine spezielle Atemtechnik, diese Ujjayi-Atmung, diese Kehlkopfatmung, ne? Wenn man so bewusst durch den Kehlkopf die Atmung rauschen lässt,
dann wird der Kehlkopf stimuliert und somit auch wieder der ventrale Vagus. Ja, das heißt, auch da wird der innere Zustand wieder beeinflusst. Oder wenn man eben die Herzebene, ne, wenn man ins Herz hineinfühlt, das Herz öffnet oder sich mit irgendwas verbindet, ne, in die Natur schaut und sich freut an den Dingen oder mit seiner Katze spielt oder mit seinem Hund, ne, oder bei seinen Pferden oder mit seinen Mitmenschen, mit seinen Kindern, ne, mit seinem Papa, Mama, egal wer, ne, eine gute Herzverbindung hat. Ne? Also nichts Besseres für den inneren Zustand, ne, für das vegetative Nervensystem, ne, und dann wiederum für die Gesundheit, ne, für alle Heilungsprozesse. Okay, du hattest die Kehlkopfatmung angesprochen gerade. Vielleicht könntest du das einmal so als praktisches Beispiel, also für die Zuschauer, dass die einfach eine praktische Übung auch mitnehmen, die sie vielleicht zu Hause umsetzen können. Meinst du, das ist möglich, dass du das einmal kurz erklärst, Ja, wie also die das? Kehlkopfatmung ist relativ einfach. Erstmal vielleicht zum Hintergrund. Wenn man mit einem gewissen Widerstand ausatmet, zum Beispiel über die Lippenbremse, also die Lippenbremse ist quasi die Atemvariante, die ein bisschen leichter ist wie die Kehlkopfbremse, ne? Wenn man die Lippen so ein bisschen aufeinander presst beim Ausatmen, wir kennen es ja aus der Atemtherapie auch, ne? Mit Patienten, die zum Beispiel Asthma haben, ne? Oder irgendwelche Spasmen in den Bronchien, macht man das, damit die mehr Luft kriegen. Weil wenn man über die Lippen ausatmet, also ich zeige es mal, ich atme über die Nase ein. Und bei der Ausatmung habe ich jetzt die Lippen ein bisschen zusammengepresst und die Ausatmung so ein bisschen gebremst. Und durch diesen Bremsdruck, der dann rückläufig in den Lungenbläschen entsteht, nimmt der Körper mehr Sauerstoff auf. Das heißt, der Sauerstoff, die Atemluft ist länger in der Lunge und durch den Druck, der ganz sanfte Druck, wird mehr Austausch praktiziert. Ja, das heißt, ich atme auf der einen Seite mehr Gifte aus und kann mehr Sauerstoff aufnehmen. Ja, und das kann man jetzt noch intensivieren, indem man über den Kehlkopf bremst. Das heißt, man atmet bewusst nicht durch die Nase. Ich meine, wir atmen immer durch die Nase, aber das ist wie mit den Faszien und den Muskeln. Wenn ich bewusst spüre, wie ich durch den Kehlkopf atme, also wir können das ja mal machen. Wir atmen so quasi so wie so ein Rauschgefühl durch den Kehlkopf. Dann verändert sich in dem Sinn schon mal der Atemraum, weil man, also die meisten werden wahrscheinlich gleich spüren, dass die Atmung direkt tiefer runtergeht, ne, bis zum Beckenboden. Also es ist dann wie so eine Art Flaschenatmung, bezeichne ich es gern. Weil wenn man eine Flasche füllt, wenn man Wasser in eine Flasche gießt, dann füllt sich ja erst der Boden und dann steigt der Level, ne, der Pegel nach oben. Und wenn ich so über die Kehlkopf, also über den Kehlkopf einatme, dann füllt sich quasi der unterste Bereich des Körpers, also da geht die Atemluft natürlich nicht hin, aber der Druck geht dahin. Und dann wird natürlich auch Energie erzeugt, ne? Und das Volumen des Körpers erhöht. Und die Atemräume erweitern sich. Und über die Kehlkopfatmung, über die Einatmung öffnen sich die Räume. Und wenn ich jetzt ausatme und die Stimmritze so ein bisschen schließe, so einen ganz kleinen Widerstand gebe, dann erzeuge ich eben genauso rückläufig einen Druck in den Lungenbläschen, ja, und nehme wiederum mehr Sauerstoff auf. Und was jetzt noch passiert ist, dass über die Schwingung der Stimmbänder der Kehlkopf aktiviert wird. Und dadurch habe ich wieder die Verschaltung zum ventralen Vagus, ja, also zum inneren Zustand. Ich dann noch mit meinen Augen, mit meinem Herzen in diesen Prozess der Atmung, in die Übung hineinlächle, dann habe ich alle drei Hauptbereiche aktiviert. Ja, dann habe ich einmal die Augen dabei, den Kehlkopf und mein Herz-Lungen-System. Ja, also eigentlich eine perfekte Übung, ne? Wenn man es mag, ne? Also man muss es ja auch alles mögen, ne? Also so eine Ujjayi-Atmung ist vielleicht auch kompliziert und dann sagt man, nee, ich mache lieber die Lippenbremse, ne? Oder ich summe, ne? Oder ich lasse meine Augen durch die Natur schweifen, ne? Und erfreue mich an der Landschaft, ne? Das ist vielleicht hilfreicher für wie jetzt so eine komplizierte Atemtechnik. Wenn das gut gelingt, ne, dann ist es natürlich das Nonplusultra. Ne? Ja, man muss sich halt erstmal auf solche Dinge, das klingt jetzt, wenn man es noch nie gehört hat, erstmal für viele merkwürdig. Aber wenn man sich darauf einlässt und das mal ausprobiert, dann ist es tatsächlich, hat es gute Effekte. Ne? Also ich finde es ganz spannend auch, also wenn ich durch die Nase einatme, also normal durch die Nase einatme, dann ist es ja eher eine Brustatmung. Wenn ich aber tatsächlich durch die Nase und also durch den Kehlkopf hindurch atme, wenn man so will, geht es automatisch halt, wie du gerade beschrieben hast, in den Bauch. Ne? Und das ist eigentlich eine super Sache. Also tiefe Bauchatmung ist ja in vielen Konzepten sehr, sehr wichtig. Und gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, finde ich, kann man auch noch mal betonen, spielt die Atmung, finde ich, auch eine sehr wichtige Rolle.
wo die Leute einen Großteil des Tages mit Maske durch die Gegend rennen, teilweise sogar auf dem Spaziergang, wo ich dann immer, was ich nicht so ganz verstehen kann, aber dann zumindest in sicherer Umgebung wirklich mal ganz bewusst versuchen, die Atemräume gut zu belüften, ne? Ja, also gerade in den Situationen, wo jetzt Menschen während ihrer beruflichen Tätigkeit oder auch wenn sie jetzt wenn man jetzt zum Einkaufen geht und hat die Maske aufgehabt, ne? Und hat so das Gefühl, also auch wenn man sensibler wird, dann spürt man ja, ne, da ist irgendwas fehlt jetzt, ne, oder irgendwas hat sich verschoben, weil es werden ja nicht so viel Gifte abgegeben, ne, und ich kriege nicht so viel Sauerstoff nach, ne. Und das beeinflusst natürlich das System. Ich komme automatisch in ein Stresslevel, ne. Wenn ich eine Sauerstoffschuld aufbaue, dann bin ich im Stress, ne, und bin natürlich dann auch in der Unsicherheit und in der Angst, ne. Und allein schon, um das zu kompensieren, sind solche Übungen natürlich Gold wert, ne. Dass ich in die Natur rausgehe oder auch in meinem gemütlichen Zimmer dann mich hinlege, ne, oder ich setze mich hin oder ich bewege mich und nutze diese Atemtechniken, um mich mal richtig mit Sauerstoff zu fluten und vor allem auch die Spannungen wieder im System loszuwerden. Und gerade durch diese, sagen wir mal, Sauerstoffschuld, durch das lange Maskentragen, wird natürlich viel Spannung im Herz- und Lungenbereich erzeugt, was natürlich wiederum sich auf den inneren Zustand, auf den Ventralvagus auswirkt, weil viel Spannung in diesem Bereich beeinträchtigt ja wiederum den inneren Zustand. Das heißt, ich komme immer mehr wieder in den Stresslevel oder noch schlimmer in die rote Ampelphase. Rote Ampelphase, das ist interessanterweise, bezeichnet man das auch als Shutdown. Ne? Das, was wir jetzt gerade haben, Lockdown oder Shutdown, ne? Das ist so der schlimmste Zustand im vegetativen Nervensystem. Das ist so der Schockzustand, die Starre, wie im Tunnel ist. Man sieht nicht mehr links, nicht mehr rechts, man kann mit niemandem mehr Kontakt aufnehmen. Auch das haben wir jetzt ja gerade. Ne? Ne? Social Distancing, ne? Bedingt alles, ne? Diese negativen vegetativen Zustände. Ja, deswegen ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass man sich wieder Inseln schafft, wo man diese ganzen Dinge wieder aus seinem System rausspült. Ja? Sich frei macht davon, in einen guten inneren Zustand kommt, im Vertrauen bleibt, in der Sicherheit und den Körper wieder mit Sauerstoff flutet, ja, und alle Möglichkeiten nutzt, die man ganz leicht machen kann, wie eben diese Dinge. Vielleicht noch einmal zum Thema Selbstheilung. Also der Körper besitzt ja Selbstheilungskräfte, wie im Prinzip ja, wie wir ja alle wissen. Ich sage auch, wenn Patienten mit akuten Geschichten zu mir kommen, ob das jetzt eine Schulter ist, die seit einigen Tagen wehtut oder ein verstauchter kleiner Finger oder was auch immer. Also der Körper kriegt die meisten Dinge ja gut selbst in den Griff. Deswegen, wenn es jetzt relativ frische Sachen sind, dann sage ich meistens, warten Sie mal ein paar Tage, das kriegt Ihr Körper von alleine wieder in den Griff. Es gibt natürlich auch schwerwiegendere Erkrankungen. Hildegard von Bingen, die hat früher mal gesagt, ein Zitat von ihr, jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient. Das heißt, der Körper hat im Prinzip gute Selbstheilungskräfte, aber nicht jeder ist in der Lage, die zu aktivieren oder das überhaupt zuzulassen. Wahrscheinlich viele von den Dingen, die wir jetzt heute besprochen haben, also der innere Zustand, die Atmung, der Energiefluss und so weiter, sind alle im Prinzip Bestandteile der Selbstheilungskräfte. Oder wie würdest du Selbstheilung definieren oder was hast du da noch hinzuzufügen? Ja, letztendlich steht und fällt alles mit dem inneren Zustand. Ne? Wenn ich jetzt eine Krankheit habe, ne, oder auch ein Traumata, eine Verletzung, einen Unfall oder so, dann kann ich mich auf der einen Seite bemühen, mit meinem bestmöglichen inneren Zustand an den Prozess ranzugehen, ne, an den Heilungsprozess und den größtmöglich unterstützen. Dabei ist vielleicht noch wichtig, also meiner Meinung nach können wir nicht alles einfach so machen, ne, und es irgendwie zurechtbiegen, wie wir das wollen. Wenn irgendwelche Krankheiten entstehen, dann hat das vielleicht irgendwas auch mit Karma zu tun. Ne? Das heißt, mit irgendwelchen Auswirkungen, ne, die irgendwann mal entstanden sind, die wir jetzt verarbeiten. Ne? Das ist meine Meinung. Und wenn dann so ein Prozess abläuft, dann kann ich den vielleicht jetzt nicht wegdrücken, umbiegen oder in kürzester Zeit verarbeiten. Ne? Aber trotzdem ist entscheidend, mit welchem inneren Zustand ich damit umgehe. Ja, und in dem Moment, wo ich in einer versöhnlichen Beobachterposition bin, ne, kann ich zum Beispiel eine Krankheit haben, die ich nicht mehr loswerde, weil es einfach so ist. Ne? Ja, und trotzdem aber innerlich besser aufgestellt sein, wie jemand, der topfit ist, gesund ist und trotzdem Stress hat, weil er ständig vom inneren Zustand daneben hängt. Er fühlt sich immer nicht richtig.
Ja, obwohl er eigentlich nichts zu klagen hätte, ne? Sage ich mal so. Ne? Also das ist schon mal eine Grundannahme von mir. Und dann ist es so, dass wenn jetzt die Prozesse sich aber beeinflussen lassen, dann macht es einen großen Unterschied, mit welchem inneren Zustand ich da rangehe. Ne? Das heißt, nur in einem inneren Zustand, wo das Nervensystem quasi in der grünen Ampelphase ist, also wenn der ventrale Vagus nach der Polyvagaltheorie aktiv ist, dann kann eigentlich Heilung entstehen. Ne? Dann können sich der Körper wieder regenerieren. Dann können Ressourcen wieder aufgebaut werden. Wenn ich im Stresslevel bin, wenn ich im Kampf- und Fluchtmodus bin, dann ist der Körper auf Energieabgabe eingestellt, ne, und auf, ja, auf Aktion. Und dann werden alle Ressourcen dafür verwendet und keine Ressourcen für oder wenig Ressourcen nur für Selbstheilungskräfte. Also der innere Zustand ist der größte Hebel, den ich dabei habe. Und erst dann kommt eigentlich, welche Methode wende ich an? Ne? Achte ich jetzt mehr auf die Ernährung oder gehe ich den Weg über die Bewegung, ne, oder mache ich dies oder jenes? Ne? Der innere Zustand ist das Entscheidende. Ne? Wenn ich von vornherein schon überzeugt bin, das, was ich tue, bringt mir sowieso nichts, ne? Und hänge in den Seilen so im inneren Zustand, dann brauche ich ja gar nicht anfangen. Ja. Ne? Brauche schon Vertrauen, Zuversicht, ne? Und das Vegetativum muss auf einem bestimmten Level sein, damit überhaupt was vorangeht. Ne? Wenn man das alleine nicht schafft, dann holt man sich eben Hilfe. Ne? Dann lässt man sich stärken von Freunden, von Therapeuten, ne? Von Leuten, die zu einem passen, die einem das geben können, was man braucht. Ja. Ja. Okay. Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Also ich hatte gerade vor ein paar Tagen mit einer älteren Patientin gesprochen und die über dieses Thema und die war auch skeptisch und meinte, sie werden aus einem Pessimisten keinen Optimisten machen. Sicherlich ist das manchmal schwierig, aber ja, im Zweifelsfall gibt es dafür ja auch Leute, die einem tatsächlich dann helfen können, ne? Ja, dass jemand pessimistisch ist, das ist ja sein gutes Recht, ne? Aber letztendlich sind wir sind ja Säugetiere, ne? Ja? Und Säugetiere leben vom Gemeinschaftsgefühl, ne? Wenn wir isoliert sind und einzeln und getrennt von den anderen, dann sind wir eigentlich schon in der Falle. Also dann können wir eigentlich schon nicht überleben, ne? Wir als Menschen, als Säugetiere, ne? Vom Ursprünglichen her sind auf die Gemeinschaft angewiesen, ne? Und das ist auch gut so, ne? Das heißt, wir helfen uns gegenseitig. Das heißt, Heilung kann schon entstehen, indem man einfach nur jemand zur Seite steht. Und wenn man nicht mal irgendwas spricht, ne, sondern einfach nur die Präsenz, das Dabeisein, ne, das Mitfühlen, ne, für die Situation von dem anderen, ne, oder dann eben auch jemand therapiert oder behandelt oder ihm einen Ratschlag gibt, ne, oder einfach nur zuhört. Ja, das sind eigentlich die wesentlichen Dinge, die Heilung bringen für uns als Säugetiere, als Menschen, die wir das Gemeinschaftsgefühl brauchen, ne? Weil nur im Gemeinschaftsgefühl kommt man dann auch wieder in diesen vegetativen Zustand, wo dann auch Heilung stattfinden kann. Ist man wieder isoliert, ne, dann kommt Abwehr, dann kommt Distanz, dann kommt Kampf- und Fluchtreaktion. Und noch schlimmer wäre, man kommt in den Tunnel, ne, man sackt komplett ab, man ist nicht mehr handlungsfähig, man ist total schlaff, man hat kein Ziel mehr, keinen Wunsch mehr, man ist total lahmgelegt. Ne. Und dadurch kommt man schon wieder raus, indem man ja, Hilfe von jemand anders hat, der einem einfach beisteht. Ganz, ein ganz interessantes Beispiel, beziehungsweise eine Studie zu dem Thema. Da wurden Patienten mit Sprunggelenksverletzungen, also die sich den Fuß verstaucht haben oder Bänderriss hatten, die wurden in zwei Gruppen eingeteilt und beide Gruppen wurden mit Ultraschall behandelt oder dachten das zumindest. Also das Gerät war jeweils nicht aktiv. In der einen Gruppe, da hat der Therapeut sich sozusagen empathisch um den Patienten gekümmert, hat mit ihm geredet. Sie kriegen wir schon wieder auf die Beine. Und in der anderen Gruppe haben die Therapeuten halt einfach nur monoton sozusagen da Blick nach unten und das Gerät bedient. Und die Outcomes, also die Ergebnisse waren signifikant anders. Das ist auch sehr spannend. Also obwohl ja, wie gesagt, effektiv keine Therapie stattgefunden hat, aber einfach nur durch die menschliche Zuwendung hat sich tatsächlich auch nachhaltig der Heilungsverlauf positiv beeinflussen lassen. Das ist ganz spannend. Ja, das Ja. ist ein schöner Beweis für den inneren Zustand, ne? Okay, ja, super Jürgen, vielen Dank für die wertvollen Informationen und die interessanten Themen, die du uns vermitteln konntest. Also wie gesagt, der innere Zustand also von ganz zentraler Bedeutung für das eigene Wohlbefinden, für die eigene Gesundheit. Insofern können wir nur jedem Zuschauer raten, sich sozusagen um seinen inneren Zustand zu kümmern. Und was ich sehr empfehlen kann, tatsächlich die Seminare von Herrn Lüdke-Wenning.
wo ich ja mittlerweile, wie gesagt, auch schon 10 besucht habe. Und die sind nicht nur für Therapeuten, sondern tatsächlich auch für jedermann, jede Frau, die einfach was für sich selbst, für den Körper, für den Geist tun möchte und einfach unter anderem am inneren Zustand arbeiten möchte. Also das kann ich, wie gesagt, jedem sehr ans Herz legen. Und wir werden unter dem Video auch nochmal die Links setzen zur Ostflow-Methode, wo man sich die Termine anschauen kann. Und ja, ansonsten, Jürgen, hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, wenn der Zustand, der äußere Zustand wieder besser ist. Ja, das hoffe Genau. ich. Und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch erstmal. Ja, danke dir auch, Malte, ne? Und schönen Gruß nach Hamburg, ne? Alles klar, viele Grüße. Bis dann. Tschüss. Tschüss.